Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute wieder Sport zusammen. Dazu brauchen wir einen größeren Ball. Basketball, Volleyball, Fußball, alles in Ordnung. Drei Gegenstände, ich habe hier drei Plastikbecher. Ein Kleinball, Tennisball, geht auf ein paar Socken. Und ein Handtuch. Ich lege das alles kurz zur Seite. Das Handtuch braucht ihr gleich sofort wieder, das nicht ganz so weit weglegen. So, dann fangen wir direkt an und zippeln auf der Stelle. Und jetzt nehmen wir mal die Arme dazu und die kreisen wir nach vorne. Mal. 2, 1. Und jetzt rückwärts. Mal. 10, 4, 3, 2, 1. Jetzt machen wir Apfelmänner. Jetzt hüpfen wir ganz oft auf der Stelle. Okay, als nächstes braucht ihr euer Handtuch. Das Handtuch nehmt ihr und macht das ganz eng zusammen und legt es vor euch auf den Boden. Als erstes machen wir immer kleine Schritte vor das Handtuch und dann wieder zurück. So schnell wie es geht. Als nächstes springen wir seitlich über das Handtuch und zweimal hin und her. Jetzt springen wir immer von einem Bein auf das andere und bleiben kurz stehen. Und fertig. Das machen wir jetzt alles nochmal. Das heißt wieder die kleinen Schritte vor und zurück. So, als nächstes wieder seitlich springen. Fünf,
und fertig. Jetzt wollen wir alle zusammen eine kurze Pause machen und schnell was trinken. Alle ein bisschen was trinken. Euer Handtuch von eben, das braucht ihr jetzt nicht mehr. Und jetzt nehmt ihr euch eure drei Gegenstände. Ich habe hier drei Plastikbecher und es ist ganz wichtig, dass ihr Gegenstände nehmt, die nicht zerbrechlich sind. Die stellt ihr jetzt vor euch und neben euch. Dann stellen wir uns alle zusammen auf ein Bein. Ich fange mit dem linken an. Und wir berühren zuerst den Gegenstand vor uns. Und jetzt den Gegenstand rechts von uns. Und jetzt berühren wir die Gegenstände immer auf mein Kommando, so wie eben. Vorne. Rechts. Rechts. Vorne. 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 Rechts. Vorne, rechts, vorne, ja, habt gerade gesehen, man kommt auch manchmal ein bisschen aus dem Gleichgewicht, das ist gar nicht schlimm, dann kann man seinen Fuß kurz abstellen und direkt wieder einsteigen. Dann machen wir nochmal rechts und nochmal vorne. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal auf dem anderen Bein, auf das Bein stellen und wir fangen wieder an mit vorne und links. Und wieder links. Und vorne. Und nochmal vorne. Und links. Links. Vorne. Vorne. Links. Nochmal links. Und vorne. Und vorne. Und links. Jetzt stellen wir uns wieder aufs linke Bein. Und jetzt berühren wir die Gegenstände nicht mehr mit unseren Füßen, sondern mit den Händen. Wir fangen an vorne. Wenn ihr aus dem Gleichgewicht kommt, so wie vorher, kurz absetzen und wieder nochmal einstellen. Und rechts. Und rechts. Ich merke gerade, ich habe meinen Gegenstand ein bisschen zu weit nach rechts gestellt, gar kein Problem. Ein bisschen näher ranziehen und weitermachen. Und nochmal rechts. Und vorne. Und nochmal vorne. Und rechts. Und nochmal rechts. Vorne. Und dann das Bein wechseln. Den anderen Gegenstand muss ich natürlich auch ein bisschen näher ranziehen. Und jetzt auf rechte Bein stellen. Und links. Und vorne. Und vorne. Und nochmal links. Und vorne. Und links. Und nochmal links. So, eure drei Gegenstände könnt ihr jetzt wieder beiseite legen. Und als nächstes brauchen wir unseren großen Ball. Wir wollen jetzt anfangen, stellen uns wieder auf ein Bein. Wir fangen mit dem linken an. Werfen den Ball von einer Hand in die andere. Immer hin und her. Fünfmal. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Und jetzt machen wir das noch auf dem anderen Bein.
5, 4, 3, 2, 1 und 0. Jetzt stellen wir uns wieder aufs linke Bein und kreisen den Ball durch das rechte Bein. Jetzt müssen wir das rechte Bein ganz hoch. Hier, wenn ihr kurz aus dem Gleichgewicht kommt, nicht schlimm. Einfach absetzen und dann wieder das Bein hochholen. Fünf, vier, zwei, drei, eins und fertig. Jetzt machen wir das gleich auf dem anderen Bein. Dafür muss ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Schritt nach vorne gehen. Wenn hinter euch eine Wand ist, müsst ihr das auch machen. Wir kreisen den Ball einmal um das Bein, das oben ist. Und dann um das Bein, das unten ist. Oben und unten. Alle ausprobieren. Wenn ihr das noch nicht ganz so gut könnt, setzt den Fuß einmal ab und dann nach hinten. Hoch. Absetzen nach hinten. Wer das in allen kann, macht das in allen. Noch dreimal. Zweimal. Einmal. Und jetzt wechseln wir nochmal das Bein. Und fertig. Jetzt trinken wir noch mal alle Eis zusammen, machen eine kurze Pause. Für die nächste Übung habe ich euch einen Bewegungswürfel mitgebracht. Auf dem stehen verschiedene Bewegungsaufgaben drauf, die wir dann gleich machen werden. Ich würfel den und sage dann immer an, was gemacht wird. Als erstes machen wir den Seitstellschritt. Stellen uns hin und machen immer einen großen Schritt nach außen, ziehen das Bein hinterher und machen wieder einen großen Schritt zur anderen Seite. Alle jetzt mitmachen. So, 6 Mal. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Jetzt würfeln wir wieder. Jetzt haben wir rückwärts laufen. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, dann macht ihr halt nur immer ganz kleine Schritte rückwärts. Und wir fangen jetzt an zu laufen. Warm. 2. 1.
Und jetzt dürfen wir nochmal. Wir haben jetzt hüpfen beidbeinig. Das heißt, schön, wir gehen auf die Stelle und hüpfen ganz auf. Jetzt haben wir Hüpfen einbeinig. Wir hüpfen zuerst auf dem linken Bein, bis ich Stopp sage, und dann auf dem rechten Bein. Wir würfeln nochmal. Wir haben nochmal hüpfen einbeinig, das hatten wir aber schon, da würfle ich lieber nochmal. Und jetzt haben wir den Hopserlauf. Den machen wir natürlich, weil wir nicht so viel Platz haben, auf der Stelle. Knie schön hochnehmen. Wir würfeln jetzt noch zweimal. Jetzt haben wir nochmal hüpfen beidbeinig. Direkt einsteigen. Jetzt haben wir nochmal rückwärts laufen. Jetzt dürfen wir ein letztes Mal. Jetzt haben wir Sprinten. Wir haben nicht genug Platz zum Sprinten hier, deswegen laufen wir einfach ganz schnell, so schnell wie es geht, auf der Stelle. Schlussspiel. Okay, für die nächste Übung braucht ihr als allererstes ein bisschen Unterstützung. Ich habe mir jetzt den Leo geholt. Ihr könnt das mit euren Eltern machen, mit eurem Bruder, mit eurer Schwester, ganz egal. Ich erkläre euch eben das Spiel. Wir haben ein Handtuch und einen Tennisball oder ein paar Socken. Das legen wir auf den Boden. Das Handtuch ein bisschen zusammengeknüllt und den Ball da drauf.
dann stellen Leo und ich uns gegenüber hin. Und hinter der Kamera, da steht der Sascha. Hallo. Der sagt gleich Kommandos und wir müssen die dann ausführen. Der sagt Körperteile, zum Beispiel Knie. Und dann müssen wir beide unsere Knie berühren. Dann sagt er zum Beispiel Schulter, dann fassen wir die Schultern an und irgendwann sagt er Ball. Und dann müssen wir beide nach dem Ball schnappen. Wer den Ball in der Hand hat, hat gewonnen. Davon spielen wir jetzt ein paar Runden. Wenn wir dann fertig sind, könnt ihr das zu Hause einfach weiterspielen. So, dann wollen wir jetzt starten. Schulter, Hinterkopf, Ball. So, jetzt spielen wir direkt in die nächste Runde. Knie, Füße, Popo, Schultern, Knie, Ball. Popo, Füße, Schultern, Rücken, Hinterkopf, Vorderkopf, Augen, Nase, Mund, Bauch, Ball. Linkes Knie, rechtes Knie, linken Fuß, Ball. Ohren, Mund, Augen, Popo, Bauch, Brust, Bauch, Knie, Fuß, Ball. So, wir spielen noch eine letzte Runde und ihr könnt das, wie gesagt, zu Hause einfach weiter spielen. Rücken, Schultern, Ellbogen, Ohren, Füße, Knie, Bauch, Brust, Ball. So, das war's heute mit unserer Sportstunde. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.